Good News, weil Bad News gibt's eh genug. So, liebe Leute, ein kleines Ratespiel. Was ist das hier? Ist das A? Ich weiß nicht, ob man so ein Video so gut sieht. Ist das A ein Schweinskopf? Oh ja, schaut so sieht man es, glaube ich. Ich glaube, B und C ist jetzt unnötig. Es ist ein Schweinsköpfchen, aber nein, es ist ein Märchenschloss. Wer mag, genau, wer, nein, genau, B, die, das Märchenschloss und C, eine Cinderella-Kutsche. Oh, ja, also ich weiß nicht, fast eindeutig. Oder ein Bärchen. Ein Bärchen. Ein Bärchen. Ja. Ein Bärchen ohne Härchen. Ja. Ja. Nein, also Auflösung, was ist es tatsächlich? Es ist ein Hokkaido. Nein, es ist ein Mäuschenschloss. Ein Mäuschenschloss, genau. Ja. Ein Hokkaido, der bei uns gelagert war. Ja, fürs letzte Kistel. Hm? Und zum Glück habe ich ein paar Hokkaidos als Reserve mehr reingegeben. Und total lustig, alle vollkommen unversehrt. Unversehrt, bis auf den da. Da hat sich ein Mäuschen ein Schlösschen draus gemacht. Das musst du mal anschauen. Die Gänge, die Zähnchen, die hat offenbar diesen Hokkaido komplett abgenagt. Ja, dann schaut er schön aus. Und dann hat sie sich ein Schloss reingebaut. Wir sind jetzt gerade am Überlegen, ob wir ihn hier wieder zurücklegen. Ja, fürs Mäuschen. Fürs Mäuschen, damit sie ein schönes Häuschen hat. Aber stell dich das einmal vor, was paradiesische Zustände. Du wohnst in deinem Essen. Wenn du Hunger hast, du wachst auf, willst knabbern. Ja. Also, jetzt mal machen, oder? Machen wir uns ein Bettchen aus. Kürbis passt nicht so, ne? Gut, wir überlegen. Wir überlegen, aus was wir unser Bettchen bauen. Ja, wir wünschen euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Ja, dazu mir. Fein. Tschüss.